ich hasse dich. Guten Tag, einen wunderschönen guten Tag. Heute sind wir hier für eine weitere Runde. Kann ich Riley Marie vertrauen? Ah, es ist nämlich so, ich habe nur noch diese drei Bücher, die ich aufgrund ihrer Empfehlung gekauft habe. Und ich möchte sie langsam aber sicher durchbekommen, vor allen Dingen, weil zwei davon mit die längsten sind, die auf meinem Sub sind. Von daher, wir müssen es wirklich mal durchkriegen. Ich habe immer noch Hoffnung, dass eins von diesen Büchern hier wenigstens nur 4 ist. Halt wenigstens eine 4. Ich verlange ja keine 5 mehr. Weil wir wissen, dass ich anscheinend keine 5 verdiene. Weder für dieses Format noch für mein Leseleben generell. Und deswegen habe ich da die Hoffnung komplett verloren. Also da müssen wir ganz drüber reden, Leute. Aber eine 4, hoffe ich, ist drin. Die Bücher, die zur Auswahl stehen, sind immer noch Hench von Natalie Zena Warshots. So eine Hero, nein, Villain Origin Story. Mhm. Dann haben wir The Library of the Unwritten von A.J. Hackwith. Charaktere, die man geschrieben hat, leben eigentlich in einer Art Hölle und es geht um Engel und keine Ahnung was. Und The Neverending World von Erin Chepeco. Tada! Ich glaube, wir verfolgen zwei Protagonistinnen, die eigentlich Zwillinge sind und sie sind Göttinnen. I don't know. Ja, die beiden, die drei Sachen haben wir zur Verfügung. Ich habe mich aber schon entschieden, was es werden wird. Einfach weil, ich muss schon auch was aussuchen, auf das ich Lust habe. Weil die Leseflaute, she's still alive. Ich lese wie ein fleißiges Bienchen, aber habe ich Bock? Nein. Dementsprechend, ja, habe ich mich schon entschieden. Es wird nicht Hench, weil das letzte Mal, das ich von Riley Marie gelesen habe, war ebenfalls ein Superheldenbuch und es war eine Katastrophe. Deswegen habe ich gar keinen Bock hierauf, vor allen Dingen auch, weil das Buch hat irgendwie nur 8 Kapitel oder so, also die Kapitel sind unfassbar lang. Ist mir zu anstrengend, ist mir zu ekelhaft, will ich nichts mehr zu tun haben. Ja, und dann haben wir diese beiden übrig. Ja, wie gesagt, das sind zwei der am längsten auf meinem Sub verweilen, denn ich habe mich aber dazu entschieden, dass es heute um The Neverending World gehen soll, weil ich das Gefühl habe, dass sie ist länger auf meinem Sub. Das stimmt nicht. Sie sind ungefähr gleichzeitig bei mir aufgetaucht. Das habe ich von meiner Mutter zu meinem Geburtstag bekommen und das von meiner Tante. Aber es fühlt sich an, als wäre das hier länger hier. Und deswegen möchte ich das hier gerne lesen. Es ist auch das längste von diesen Büchern, glaube ich. Und dieses Jahr, weiß ich nicht wieso, aber ich fühle mich dickeren Büchern irgendwie sehr nah dieses Jahr. Und deswegen habe ich mich hierfür entschieden. Ich hoffe, das ist okay. Der zweite Teil ist auch vor kurzem rausgekommen und dann ist das Ganze auch schon wieder durch. Ich glaube, das Ganze ist nur eine Dilogie. Ja, und ich würde sagen, ich lese euch den kleinen Text vor. A world split between day and night. Generations of twin goddesses have long ruled Aeon oder so, until one sister's betrayal split their world in two. A great abyss now divides two realms, one cloaked in eternal night, the other scorched beneath the ever-burning sun. Two goddesses' daughters must set out on separate, equally dangerous journeys in hopes of healing their broken world, no matter the sacrifice it demands. Tada. Ja, das hat jetzt nicht viel ausgesagt. Ich glaube aber, dass wir hier drin Entschuldigung, wenn ich jetzt ein bisschen rot sein sollte, ich hatte gerade eine Hustenattacke. Ich glaube, dass es hier drin eine Liebesgeschichte zwischen zwei Frauen gibt, was natürlich toll ist, weil ich davon sehr, sehr wenig lese. Und wenn ich darüber stolpere, ist das eine tolle Sache. Ich glaube, hier ist das auch der Fall. Also eine Liebesgeschichte ist wohl zwischen zwei Frauen und die andere ist, glaube ich, zwischen dem Bodyguard und der Prinzessin. It's like... Ja, ihr wisst, das Bodyguard sind meine Freunde und ich wollte euch hier den... das hier vorlesen, das ist nämlich voll cool. A demoness is what men call a goddess they cannot control. Ich hoffe, ich lieb's. Ich glaube, Riley hat dem Ganzen hier nur 4 Sterne gegeben, was dann mir ein positiveres Gefühl gibt, dafür, dass ich es dann vielleicht liebe. I don't know, wir werden sehen. Wie immer wird es noch sehr, sehr lange dauern, bis ich mich hier dran setze. Ich drehe dieses Intro nämlich Ende Februar, von daher nicht mal Ende Februar, ich glaube, am 23. Also, bis ich mich hier dran setze, dauert es noch ein Weilchen, aber ich werde euch ja dann mitnehmen, ihr wisst es. Ich hoffe, es gefällt mir und wir sehen uns dann gleich. Hi Leute, ja, also erstmal ist es schon wieder passiert. Ich habe mich gestern nicht gemeldet, obwohl ich gestern so viel gelesen habe. Das sind 132 Seiten, glaube ich. Und ja, ich hätte mich melden wollen und dann habe ich es halt nicht getan. Ihr kennt es. Wir haben auch Besuch, meine Tante ist da, von daher. It really doesn't matter. Es ist ja eigentlich wie letztes Mal, als es passiert ist. Ihr wisst es gar nicht, wenn ich es euch nicht sagen würde. Also, meine Meinung zu The Neverending World bisher. Erstmal, worum es eigentlich geht. Wir verfolgen 4 Charaktere. Wir haben Odessa und Hydir, wie ich sie ausspreche. Das sind die beiden Göttinnen. Dann haben wir Lan, den Love Interest von Odessa. Und wir haben Arjun, den Love Interest von Hydir. So. In diese Welt werden immer Zwillinge geboren, also von den Göttinnen. Es gab eine große Göttin und die hat sich aufgesplittet. Und seitdem werden immer Zwillingsgöttinnen geboren. Und ich glaube, es gibt dann irgendwie so ein Ritual,
dass vielleicht mal eine überleben kann. Ich weiß es nicht. Keiner hat, wurde noch nicht ganz erklärt. So, vor ein paar Jahren hat aber eine der Zwillingsschwestern die andere hintergangen und hat einen der Zwillinge, also von den Töchtern, einen Zwilling getötet. Und jetzt sind die Welten gesplittet. Und ich glaube nicht, dass die jeweilige, also ich glaube, dass die Leute denken, okay, es gibt nur noch eine Welt. Entweder es gibt ihre oder keine andere. Aber es ist nicht so. Es gibt zwei Welten. Die von Lan und Odessa ist in Dunkelheit gehüllt und die haben Probleme mit Fluten und so und Monstern in diesen Wassern und so. Riesenkrasses Meer. Alles doof. So, und dann gibt es halt die Welt von Arjun und Hydir. Und die ist in Sonnenschein die ganze Zeit. Und die haben Probleme, weil die halt zu wenig Wasser haben. Könnt ihr euch vorstellen. Ist doof. So, und jetzt geht es eigentlich darum, naja, die kriegen halt beide Besuche von mysteriösen Wesen, die ihnen mehr oder weniger sagen, dass sie irgendwo hin sollen. Und dann ist auch nicht ganz klar, welche der Mütter von den Zwillingen die eigentliche Mutter ist und wer halt verkackt hat. Weil die eine Hälfte sagt logischerweise, ah, das war die andere, und die andere Hälfte sagt, ah, nee, es war die andere. You know what I mean? Ja, und darum geht's halt mehr oder weniger im ersten Kapitel, weil ich hardcore verwirrt. Ich war so verwirrt, die haben nichts erklärt, nichts haben die erklärt, und die haben mit Begriffen und Orten um sich geworfen, and I was like, don't know what you're talking about, I really don't. Aber mittlerweile bin ich drin. Dann zu den Liebesgeschichten. Ich habe doch gesagt, es gibt eine Female-Female-Romance und eine mit einem Bodyguard. Gelogen war ich. Die Female-Female-Romance ist mehr oder weniger die Bodyguard-Romance. Und die andere hat noch gar nicht richtig angefangen. Bisher finde ich es okay. Ich fühle bei den beiden Mädchen noch nicht so sehr mit, weil die sich halt kannten, bevor das Buch angefangen hat. Und das ist immer so eine Sache bei mir. Aber Schreibstil ist gut. Welt ist grundsätzlich interessant. Ist okay, so. Also ich finde, man fliegt gut durch. Ich finde es interessant, mehr oder weniger. Und ja, es ist okay. Ne? Ich werde heute bis, ich glaube, Seite 240 kommen, was genau Halfway Point ist. Und dann werde ich mich logischerweise nochmal bei euch melden. Wir sehen uns dann. Bye! Hi, meine lieben Freunde! Ja, also ich habe jetzt ganz viel gelesen von The Never Tilting World von Rin Shapeko. Ja, ja. Und ich bin auf Seite 268, das heißt, ich bin ein bisschen über der Hälfte und kann euch dementsprechend auch jetzt mehr sagen. Zum einen, ich mag es. Und ich mag auch die Charaktere überwiegend. Leute, ich sehe schon wieder aus wie eine Betrunkene. Wie eine, weiß ich, eine ertrunkene Ratte. Das war, worauf ich hinaus wollte. Oi, 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 egal. Also, ich mag die Charaktere weitestgehend, aber ich finde, es ist sehr, also ich meine, es ist nicht offensichtlich, weil jeder da eine andere Meinung haben kann, aber ich persönlich mag halt ein Pärchen einfach so viel lieber als das andere. Ach so, die gucken unten Fernsehen. Ich hoffe so sehr, dass ihr es nicht hört und dass ich laut genug spreche, damit ihr nur mich hört. Aber naja, wenn es so sein sollte, dass ihr unten was hört, die gucken Fernsehen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, genau. Ein Pärchen finde ich halt einfach sehr, sehr viel besser und interessanter als das andere Pärchen. Und das tut mir leid. Ich mag es bisher. Ich würde mal sagen, ich sage ein bisschen was zu den Charakteren und dann reicht es auch schon, weil ich will ja nichts vorwegnehmen und so. Ihr wisst es doch. Ihr wisst doch, wie das hier läuft. Also zum einen haben wir ja Lan. Sie ist der Bodyguard von einer der Göttinnen. She's okay, I guess. Die hat halt so ein bisschen posttraumatische Belastungsstörung und so, weil der halt ein bisschen was passiert ist vor kurzem. Und das ist traumatisierend. Ja, aber sie ist halt okay. Sie ist halt komplett head over heels verliebt in Odessa. Was ich ja okay finde, aber wir waren halt nicht dabei, als diese Gefühle entstanden sind. Die haben sich vor dem Beginn des Buches kennengelernt und dann ist halt rausgekommen, dass Odessa nicht die war, die sie vorgegeben hat zu sein. Und jetzt müssen die halt damit leben. So, und ich mag das halt nicht, wenn all die Entwicklung halt schon vorher passiert ist und ich da gar nichts von mitbekommen habe, weil so fühlt sich das an, so, okay, du liebst sie so sehr, for what though? Wisst ihr, was ich meine? Es ist halt okay, aber ich liebe es nicht. Dann haben wir Odessa, die ich grundsätzlich mag. Ich habe das Gefühl, sie bringt die Story am ehesten voran, die anderen hängen halt, ich meine, die machen auch was, aber die hängen schon auch rum, also ich finde sie okay. Auch sie ist head over heels in love mit Lan und das ist halt so. Ich weiß halt nicht, was es da so sehr zu lieben gibt. Aber naja, wir sollen sie lassen. Dann haben wir Hydir. Wahrscheinlich heißt die Hydir, aber ich möchte sie Hydir nennen. Einfach, weil ich das gerne will. Die ist, ich finde die voll süß. Die ist mega optimistisch. Die sieht immer nur das Positive im Leben. Die ist süß. Die kann nicht auf sich aufpassen. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Ich finde die komplett süß. Ich finde die komplett süß, weil wir haben auch schon mitbekommen, dass sie halt mega badass ist. Von daher, ich liebe die Mischung. Und dann haben wir meinen Lieblingscharakter Arjun.
Der Junge ist so funny. Der ist so funny. Der ist der Love Interest von Heidi. Und er läuft halt wirklich seit fast 300 Seiten läuft er rum und erzählt, wie dumm er Heidi findet. Weil alles, was sie macht, kann er nicht nachvollziehen. Der versteht nicht, warum sie so ist, wie sie ist. Und er findet es abgrundtief dumm, wie sie durchs Leben schreitet. Und es ist einfach sympathisch. Es ist sympathisch. Ich kann es kaum erwarten, bis sich da was entwickelt. Ich hoffe, dass das noch dauert. Weil jetzt wäre es mir zu früh. Aber I think they're cute. Ich weiß zwar nicht, inwiefern die Story so richtig krass weiterführen, aber man soll sie lassen, because they're so cute. Und das Ding ist halt, dass wenn wir bei Odessa und Lam sind, sind wir halt umgeben von einer Gruppe von Leuten. Und bei Arjun und Heidi sind wir halt komplett alleine, nur mit denen. Und da würde ich mir auch mal wünschen, dass vielleicht andere Leute noch Teil der Geschichte werden. Oh, es ist laut da unten. Aber ja, mehr habe ich nicht zu sagen. Ich mag es bisher. Eine 4 könnte drin sein, je nachdem, wie es weitergeht. Wir werden sehen. Oh, und ich mag die Magie hier drin. Die ist relativ elementar. Also es geht schon auch um Elemente. Wisst ihr Bescheid? Naja, am Anfang habe ich sie nicht verstanden, aber mittlerweile habe ich da mehr oder weniger den Durchblick. Das war's. Ich melde mich morgen bei euch. Bye! Hi, Leute, und willkommen zu unserem täglichen Update zu The Never Tilting World von Rich Pecco. Ja, ich bin heute sehr, sehr weit gekommen. 116 Seiten waren es, um genau zu sein. Und jetzt habe ich keine 100 Seiten mehr. Nämlich so viel nur noch. Ich glaube, das sind so 95 oder so. Ungefähr, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum ich schon wieder so aussehe, wie ich auch sehe. Aber ganz ehrlich, die sind so geil. Ja, was kann ich euch zu dem Buch sagen? Etwas tritt auf, was mir in sehr, sehr vielen Büchern auffällt. Und es macht mich traurig. Das Ding ist, in letzter Zeit ist es oft so, dass ich Bücher anfange und die ersten zwei, also die erste Hälfte ist gut. Und dann denke ich mir so, yeah! Und dann kommt der Rest und it's like, es ist nicht schlecht, aber es begeistert mich auch nicht, wisst ihr? Also, grundsätzlich finde ich die Entwicklung ganz interessant. Ich finde, Gefühle sind sich jetzt leider dann doch zu schnell am entwickeln, besonders auch bei Heidi und bei Arjun, die ich ja gestern noch so toll fand. Ich meine, ich finde sie weiterhin toll, don't get me wrong. Ich bin lieber bei denen als bei den anderen Idioten. Aber ja, auf einmal wurde von Liebe gesprochen in Ausreck. No, it's not love. Weil, okay, nehmen wir einfach mal an, die sind schon seit Wochen unterwegs. Dann hat das Buch halt einfach keinen guten Job gemacht, mir zu verklickern, dass sie seit Wochen unterwegs sind. Ah, ja. Dann, was bei den anderen abgeht, also bei Lan und bei Odessa, ist eine wilde Reise, ne? Ist eine wilde Reise. Ich glaube, die sind interessanter. Aber es interessiert mich einfach nicht so sehr. Ich bin mal gespannt, wie es endet, ob es mit einem Cliffhanger endet oder nicht. Und ob die ganzen Prophezeiungen, die wir bisher gehört haben, ob die alle eintreffen werden oder nicht. Vor allen Dingen, weil wir halt, oft ist es so, dass wir halt bei Lan und Odessa halt was erleben. Und dann bei Heidi und Arjun erfahren wir dann, was das bedeutet und was für Konsequenzen das hat und so. Also das finde ich eigentlich so von der Struktur her ganz gut. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich bin mal gespannt, wie es endet. Ich melde mich morgen bei euch, wenn ich schon 50 Seiten habe. Und dann kommt ja auch schon das Outro. Ihr wisst Bescheid. Es ist halt okay. Ich weiß es nicht. Ist eine 4 noch drin? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Aber wir werden sehen. Naja, ich habe meine Theorien. Bis morgen. Hi, meine lieben Freunde. Letzte Update, bevor ich das Buch beende. Ich bin jetzt soweit. Das sind keine 50 Seiten mehr. Ich nehme an, Dinge werden jetzt passieren. Wir haben Orte erreicht, die wir erreichen wollten. Das freut mich natürlich komplett. Die Liebesgeschichten sind präsent. Präsent sind sie. Ich meine, naja, eine ist präsenter als die andere, weil gerade bei der anderen Sachen Dinge sind dann passiert, die ich gar nicht mehr so sympathisch finde. Aber es gehört halt zur Story, machst du nichts. Ja. Ich kann euch noch nicht sagen, wie ich es wahrscheinlich bewerten werde. Ich glaube, es wird auf eine 3, vielleicht eine 3,5 hinauslaufen. Wir werden sehen. Und ja, mehr habe ich tatsächlich nicht zu sagen. Es ist jetzt auch nicht mega viel passiert in den 50 Seiten, die ich jetzt gelesen habe. Aber ich hoffe, dass das Ende nochmal richtig reinhaut. Ja, wir sehen uns im Intro. Bye! Hi! Also ich muss sagen, dass ich immer besser werde darin, diese Updates oder beziehungsweise die Outros schneller zu drehen. Leute, ich glaube, es ist 2 Tage her, seit ich The Never Tilting World von Rin Shapeko beendet habe. Und hier sitze ich auch schon wieder. Lola, stolz bin ich, stolz. Ja, meine Endbewertung war dann eine 3,5. Ich bin am Schwanken gewesen zwischen 3,5 und 3. Aber da ja Where Dreams Descend auch 3 bekommen hat, fand ich das hier dann schon besser. Dementsprechend hat es 3,5 bekommen, aber ich habe auf Goodreads abgerundet. Ja, zum Ende kann ich sagen, ich fand es gleichermaßen gut wie antiklimaktisch. Ich weiß nicht...
Wie soll ich das sagen? Ich weiß es nicht. Ich habe halt gedacht, wir arbeiten auf etwas Großes hin, wenn sich die Charaktere treffen und alles aufeinander kommt. You know what I mean? Ich dachte, wir arbeiten auf was Großes hin. Und ich glaube, dass jetzt das Große halt irgendwie so in den zweiten Teil verschoben wird, weil hier halt nicht wirklich viel geklärt wurde oder passiert ist. Und ich fand auch die Reunion... Ich weiß es nicht, Leute, ich weiß es nicht. Und das bringt mich zu der Frage, ob ich den zweiten Teil lesen will. Ich fand den Schreibstil halt sehr, sehr angenehm. Und ich mag auch die meisten Charaktere und eigentlich finde ich die Geschichte auch relativ interessant. Ich weiß es nicht, Leute. Schreibt ihr mir gerne in die Kommentare, ob ihr denkt, dass ich den zweiten Teil lesen sollte. Das Cover ist sehr schön, von daher, ich glaube, es würde sich wohlfühlen bei mir. Aber I don't know. Und dann hat sich auch irgendwie Arjuns und Heidis Beziehung, die hat sich irgendwie so entwickelt, wisst ihr. Und ich verstehe auch, dass sie sich entwickeln sollte. Das ist ja auch schon, was ich wollte. Aber es ging mir irgendwie zu schnell. Die haben ja schon Wochen miteinander verbracht, aber es hat sich nicht wie Wochen angefühlt. Und dementsprechend ging es mir zu schnell. Aber machen sie daraus, was sie wollen. Wer jetzt der große Bösewicht ist, I don't know. Ich glaube, ich werde den zweiten Teil lesen. Ich glaube schon. Ich glaube, dass ich mich dazu bewegen werde. Naja, empfinde ich das Buch. Nee. Also ich meine, ich weiß halt nicht, wem ich das Ganze hier empfehlen sollte, wenn ich es tun würde. Wisst ihr, was ich meine? Also ich... Es ist okay. Wenn ihr es in eurem Regalen stehen haben solltet, dann würde es nicht schlecht sein. Aber ob ihr out of your way gehen solltet, um das hier zu kaufen? Vielleicht ändert sich meine Meinung, wenn ich den zweiten Teil gelesen habe und der ist dann super toll und dann sage ich, oh mein Gott, das ist die beste Reihe ever. Kann sein. Glaube ich nicht dran, aber kann ja sein. Aber so, finde ich, hat das Ganze halt nichts, was es so irgendwie herausstechen lassen würde. Maybe, wenn ihr eine Female-Female-Romance sucht. Aber die war ja auch nicht so präsent und die Teile, die halt präsent waren, fand ich eher ungut. Ja, aber bin ich sauer auf Riley Marie? Nein. Das ist okay. Ich meine, ich glaube, Riley hat dem Ganzen 4 Sterne gegeben und bei mir sind es jetzt 3,5. Das ist okay, finde ich. Ich habe keinen Hass in ihre Richtung. Ich meine, habe ich sowieso auch nicht. Aber also normalerweise habe ich es auch nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Das hier war okay. Ich habe die meiste Zeit, die ich darin gelesen habe, Glück empfunden. Von daher, it's okay, it's okay. Und das war's auch schon wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und bis zum nächsten Video. Bye!